Guten Morgen und willkommen zu einem neuen Vlog von uns. Ja, wir fahren heute nach Aachen, also André und ich, und die Kinder gehen zu meinem Papa. Und ich habe mir gedacht, ich nehme euch mit durch den Tag. Allerdings kann ich ja so schlecht nach Aachen fahren, shoppen. Und deswegen mache ich mich jetzt ein bisschen fertig und nehme euch einfach mit durch meinen Tag. Und sind jetzt auf dem Weg zu meiner Arbeit. Ich habe nämlich was vergessen gestern. Das muss ich noch schnell holen. Und dann fahren wir weiter nach Aachen. Ja, und das ist natürlich das perfekte Wetter zum Shoppen. Sonne. Blauer Himmel. Und gucken ein bisschen rum, so was es so Neues gibt und so Kameras und sowas. Jetzt hier gerade auf der Toilette, wo wir essen sind, zeige ich euch gleich, wir sind bei der Bürgerliste, aber guck mal, wir sind ja in Aachen. Aachen hat eine ziemlich alte Altstadt und der Fußboden hier vorne ist auch total geil gemacht, guck mal. Das ist so komplett ausgemacht. Und sind hier so alte Stadtmauern. Auf jeden Fall sehr cool. Ein bisschen komischer darauf zu treten erstmal. Aber jetzt gehen wir erstmal essen. Hier gibt es immer die Taco-Soßen. Ich kenne da ja die Burgerrisse. Wenn nicht, müsste auf jeden Fall, falls es irgendwo meine gibt, mal reingehen. Ich habe jetzt Kiddie-Burger bestellt. Das seht ihr gleich. Das ist jetzt mein Kiddie-Burger-Teller. Mit so drei Mini-Burgern. Und du hast? Das ist ein Barbecue-Burger. Okay. Hast du auch gesagt, wo wir essen sind? Ja, bei der Burgerrisse. Sieht man da. Burgerrisse. Wir sind jetzt auf dem Weg zurück und sind ein bisschen fündig geworden. Ich habe mir zwei Oberteile und einen Rock gekauft, zeige ich euch später. Guten Morgen, meine Lieben. Ja, wir haben es heute schon wieder Sonntag und den nächsten Tag. Entschuldigt doch bitte mein Aussehen, aber ich hatte gestern keine Lust mehr und war so kaputt, das Video fertig zu schneiden und fertig zu drehen und euch zu zeigen, was ich noch gekauft habe. Wir waren gestern noch grillen bei meinem Papa im Garten bis abends und
irgendwie war ich dann plötzlich so kaputt, als wir zu Hause waren. Ich hatte zu nichts mehr Lust und ja. Deswegen mache ich das dann heute Morgen. Clara ist nämlich schwimmen und ich dachte, ich nutze eben die Gelegenheit und drehe die Verabschiedung für den Vlog. Ich lasse euch Fotos einfliegen, was ich gekauft habe, weil das Wetter so ziemlich schlecht ist und das, ich habe Filme gerade beim Handy, weil die Kamera leer ist und ohne Stativ ist es ziemlich schwer, euch die Sachen zu zeigen. Deswegen lasse ich Fotos einfliegen. Ich war bei Last for Life und habe da zwei T-Shirts gekauft. Last for Life ist ein, falls ihr das nicht kennt, der hat Markenklamotten verkauft und die schließen und hatten mindestens 20% auf alles bis hin zu 70% auf Einzelteile. Und ich habe zwei T-Shirts mitgenommen, auf die jeweils 30% war, glaube ich. Ich habe einmal gekauft von Vero Moda ein T-Shirt, beziehungsweise so ein Blusen-T-Shirt. Das ist so ein Chiffon-Stoff. Der ist sehr durchsichtig, deswegen ist da ein fester Unterstoff drunter, der ein bisschen länger ist als der Überstoff. Fällt sehr locker und luftig. Kam ursprünglich 19,99 und kam abzüglich des Rabattes 13,95. Und ein T-Shirt von Bench. Das ist dunkelblau und ist so ein 2-in-1 Optik. Da ist ein Top drunter und das gleiche habe ich schon mal in Gelb. Ich habe das jetzt auch in dunkelblau und das kam 39,95 ursprünglich abzüglich 11,99 Rabatt. Dann waren wir noch bei New Yorker und da habe ich gekauft einen einfachen schwarzen Rock, der etwa wadenlang ist. Der hat Taschen an den Seiten, fällt auch sehr luftig und ist oben so ein bisschen zum Binden. Das ist aber wahrscheinlich mehr Deko und Zierde. Der kam 14,95 und ein dunkelblauer Rock, den habe ich in Holland in einem Laden gekauft. Der ist ganz eng und etwa knielang. Der kam 5,99. Entschuldigt für das Wackeln, ich bin irgendwie auch heute müde, ich habe schlecht geschlafen. Naja, jedenfalls wollte ich noch ein Kleid kaufen, zwei Kleider kaufen eigentlich bei Galeria Kaufhof, die mir sehr gut gefallen haben. Das ist einmal eins von der Marke Komma. Die machen etwas schickere Sachen. Und das wollte ich eigentlich kaufen für die standesamtliche Hochzeit von meiner Schwester und für die Einschulung. Das ist aber auch nicht so overdressed und schick, dass ich es nicht hätte im Alltag zur Arbeit anziehen können. Da ich ja im Büro arbeite, geht sowas dann. Und ich mache mich eigentlich immer ganz gerne schick. Das war aber nur noch in großen Größen da. Und das gab es leider nicht mehr in meiner Größe. Und noch ein Kleid von Mark Adam hieß die Firma, glaube ich. Genau, das war so ein, dunkelblau, Jeans ähnlich, aber ganz weit und ganz weich mit so einem Gürtel in der Mitte zum Binden. Das war aber auch nur noch in 38 da und das war aber so weit geschnitten, dass 38 im Rücken dann auch schon Falten geworfen hat. Das hätte ich, glaube ich, in 36 mit, wenn nicht sogar in 34, damit es ordentlich aussieht. Wobei das einfach dann dem Schnitt geschuldet ist, dass es so klein ist, weil 34, da würde ich im Leben sonst normalerweise nicht reinpassen. Aber da muss ich mal gucken, vielleicht kriege ich das auch im Internet. Bei uns in der Nähe, in der anderen Stadt, in der anderen Richtung, gibt es aber auch noch einen Laden, der verkauft auch so Markenklamotten. Vielleicht haben die das, muss ich mal gucken, also beide. Weil ich probiere die Kleider immer eigentlich gerne vor Ort an. Weil ich das zum Komma zum Beispiel so jetzt nicht im Internet gefunden habe, muss ich mal gucken, ob die das haben. Ansonsten muss ich es mir nochmal im Laden, also kaufe ich ein anderes Kleid, was ähnlich geschnitten ist, muss jetzt nicht das sein. Aber so eine, das war so ein Etui-Kleid. So eine Art wollte ich das dann schon haben. Das kann man immer wieder anziehen. Und ja. Ich hoffe, euch hat mein Vlog gefallen. Ich werde mir jetzt noch den Tag mit Max versüßen, bis die Clara gleich wiederkommt vom Schwimmen. Das müsste jetzt auch in einer Viertelstunde ungefähr sein. Und deswegen sage ich jetzt schnell auf Wiedersehen. Ich wünsche euch noch einen schönen restlichen Tag, eine schöne restliche Woche. Und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, ciao.